Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge Transport Fever 2. So gut Leute, mal weiter an der Stelle. Letzte Folge haben wir erfolgreich die erste Highspeed-Strecke gebaut. Wir haben zwar jetzt noch keinen Highspeed-Zug, der schafft jetzt ja 140 km pro Stunde Maximum. Aber, also hier von Leipzig nach Hamburg haben wir das gemacht, ne? Also von da nach da. Aber der Streckenverlauf ist jetzt auf jeden Fall so, dass sobald wir dann TGV haben, oder ICE oder so, dass wir dann einfach den Zug ersetzen können und er sollte dann ordentlich hier düsen können. Wir müssen halt nur gucken, dass die Strecke dann noch lang genug ist, das werden wir sehen. Ja. So profitabel ist die Strecke auf jeden Fall schon mal, die bringt aktuell Leipzig-Hamburg-Speed 4,6 Millionen. Können wir mal gucken insgesamt, sollte das auf jeden Fall ziemlich weit oben sein, das ist Platz 3 aktuell von unseren Linien. Das ist auf jeden Fall solide. Solide, wollte ich sagen. So, gut, ich habe große Pläne diese Folge. Ich würde nämlich sehr, sehr gerne mal einfach zum Experimentieren einen großen Flughafen bauen. Strecke oder Linie würde ich gerne Berlin und München machen. Ne? Highspeed-Strecke Leipzig, München wollte ich ja auch noch machen. Das machen wir vielleicht auch noch diese Folge, mal gucken. Aber erstmal will ich jetzt den großen Flughafen ausprobieren. Und ja, und dieser Flughafen wird auch fertig. Der Flughafen wird auch fertig. Ich muss jetzt noch kurz überlegen, wo wir den hinbauen wollen. Wir könnten den hier hinpflanzen. Der ist halt wirklich ziemlich groß. Oder wir bauen den hier hin. Das wäre auch eine Idee. Ich glaube, ich baue den hier rüber. Dann können wir früher oder später, wenn wir lustig sind, sogar Hamburg und Berlin noch mit Zug verbinden. Und machen einen Zwischenstopp an dem Flughafen dann. Das wäre vielleicht sogar für später dann gar nicht so dumm. Ich würde den jetzt einfach mal bauen. Passagierflughafen machen wir. Wir wollen den großen haben. Ich glaube, die Stelle will mir ganz gut gefallen. Dann können wir den Bahnhof sogar so platzieren, den wir ja so oder so machen, von Berlin zum Flughafen. Warte, ich drück mal. Ja, ich drück jetzt. So. Ich hoffe nur, die Gebäude hier, die sind dann nicht irgendwann im Weg oder so. Ich gehe mal nicht davon aus. Dann können wir sogar hier einen Bahnhof hinsetzen jetzt. Der einerseits den Flughafen verbindet, andererseits aber auch die Warenfabrik, die wir dann auch noch irgendwann anbinden müssen an Berlin. Nur Warenfabrik, da müssen wir ein bisschen mehr für machen. Da brauchen wir einerseits Kunststoff und Stahl. Und das unterteilt sich dann auch nochmal in mehrere Sachen. Hier haben wir Kunststoff. Dafür brauchen wir Öl. Das heißt, wir müssen sogar Rohöl hier nochmal anbinden. Und Stahl ist halt ähnlich aufgebaut. Ne? Also das Waren wird auf jeden Fall dann echt ein bisschen interessanter. Aber wenn wir jetzt hier einen großen Flughafen haben, könnten wir sogar überlegen, dass wir das mit dem kleinen Flugzeug dann immer rüberbringen. Also mit Transportflugzeugen oder so. Können wir auch überlegen. Müssen wir mal gucken. Schauen wir mal. So, mal sehen, ob ich das mit Terraforming jetzt noch angepasst bekomme und dass ich damit zufrieden bin hier. Moment. Weil das sieht jetzt natürlich noch super künstlich aus, das mag ich nicht. Ja, so ist das okay. Dann kann ich damit leben. Dann kann ich damit leben. So, gut. Dann hauen wir mal ein Cargo-Terminal hier hin schon mal. Könnt ihr gleich mal checken, ob das verbunden wäre. Mit der Fabrik hier. Das ist nämlich nicht uninteressant für später, wie gesagt. Aber müsste eigentlich. Ich bin noch keine Verbindung angezeigt. Ich muss das wahrscheinlich da vorne hinsetzen, ne? Schätze ich zumindest mal. Main Building. Ah, alles klar, Leute. Ich muss das Main Building dahin machen. Okay, dann reißen wir das hier nochmal weg. Ich finde es übrigens schade bisher, dass man nicht noch mehr Landeflächen hinzufügen kann. Finde ich ein bisschen doof, muss ich ehrlich sagen. Bisher zumindest. So, ich muss das nochmal wegreißen. Wir brauchen ein Main Building und müssen das damit verbinden. So, Cargo müssen wir aber trotzdem noch bauen. Cargo Terminal. Ich sehe gerade, das war voll teuer gewesen. Na gut, egal. Wenn ich überlege, was ich an Terraforming und so, ne, damit schön aussieht, schon alles ausgegeben habe. So, die machen wir auch nochmal weg. Jetzt versuchen wir die irgendwie schön rund zu bekommen, die Straße. Würde vielleicht Sinn machen, hier auch eine etwas größere Straße hin zu platzieren, hä? Wenn ich so drüber nachdenke. Aber ich würde es erstmal sehen, ob es verbunden wäre. Ich will es erstmal noch gucken. Das können wir dann später immer noch ordentlich ausbauen. Nee, so nicht. Machen wir so hier ungefähr und jetzt versuche ich es zu verbinden. Ich hoffe, dass es okay aussieht. Damit kann ich leben. So, jetzt schauen wir mal. Ja, alles klar. Also wir könnten jetzt auch hier anliefern mit Flugzeug. Ich will mal eben was testen. Kann ich denn einen kleinen Flughafen mit einem großen Flughafen verbinden? Das wäre nämlich jetzt auch nochmal interessant. Machen wir einfach mal Cargo. Neue Linien bitte. Da habe ich mehrere neue Linien erstellt, oder? Nee, habe ich nicht. So, Cargo. Und wir schicken den mal hier hin und mal sehen, ob es gehen würde.
Ja, zeig da an. Okay, weil ja, macht auch Sinn, ist klar, dass eigentlich ist es logisch, dass kleine und große Flughäfen, dass man die verbinden kann. Aber ich wollte es einfach ausprobieren. So gut, dann lösche ich mal die Linie aber erstmal wieder. Wobei, jetzt können ja die Leute auch von Braunschweig nach Berlin fliegen. Oder nach Hamburg, je nachdem, was sie verbinden, ne? Aber dann nutzen die unsere schöne Zuglinie dann nicht mehr so oft. Das will ich wiederum nicht. Wir sitzen denn hier gerade drin in unserer Bergstrecke? 40 von 40? Ui, da freue ich mich drüber. Wartet mal, wie viel warten hier? 30. Der ist gerade erst losgefahren. Okay, ey, wir dürfen den Zug, glaube ich, nochmal upgraden. Berlin-Braunschweig sind auch 30. Okay, ich hau mal noch einen Waggon dran. Ich bin auch dafür, dass wir den Zug irgendwann mal austauschen hier. Der ist ganz lustig und so, aber es gibt cool, also es gibt wirklich coolere Züge. Zumindest so nach meinem Empfinden. So, jetzt haben wir 3 Stück dran. Krass, jetzt immer bald haben wir so viel, wie ich am Anfang hier gemacht hatte. Aber es braucht halt wirklich sehr lange, um in Schwung zu kommen. Und Braunschweig ist halt immer noch relativ klein. So, jetzt haben wir ja 60 Slots. Das ist cool. Ist die denn profitabel, die Linie? Joa, immerhin 400.000. Besser ist nichts. Ne? Ich meine, die Linienführung und so, die hätte ich besser machen können, auf jeden Fall. So, wollen wir schon mal gucken, was wir von Maschinen kaufen können. Einfach mal aus Interesse. Fahrzeuge kaufen. Gucken wir mal erstmal Passagiere. Ja, Boeing 737, ey, solide. Wie viel passen da rein? 20, 21, 19, 14. Und das sind dann noch die bisschen älteren Maschinen, die wir hier haben. Die können, glaube ich, auch auf kleinen Flughafen. Also die können auf jeden Fall auf kleinen Flughafen fliegen. Die hier genauso, die haben wir sogar einmal schon. Geschwindigkeit 780 km pro Stunde. Okay, alles klar. Ja gut, das wäre mal nicht so Folge, werde ich wahrscheinlich so eine Boeing dann einfach mal kaufen. Hm? So, jetzt müssen wir das erstmal noch verbinden mit Berlin. Hey, wie gesagt, wir werden das auch noch mit Hamburg verbinden. Das würde halt schon Sinn machen irgendwie. Andererseits will ich halt auch, dass das Schiff weiter ordentlich benutzt wird. Also hier das eine Passagierschiff da. Ich würde jetzt einfach hier in der Zugstrecke schnumm wegmachen. Davor müssen wir aber erstmal gucken, dass wir... hier haben wir ja Cargo-Gleise, 2 Stück. Das und das ist ein Cargo-Gleis. Die würde ich wahrscheinlich erstmal irgendwie hier lang führen. Hey, wisst ihr was? Beziehungsweise ich mache mal hier ganz kurz Terraforming. Wir haben jetzt ordentlich Geld, beziehungsweise machen wir ordentlich Geld. Ich mache mal hier den Fluss ein bisschen breiter. So toll ist das auch gar nicht. Okay. Also dann sieht das mit dem Hafen so doof aus, wisst ihr? Finde ich. Machen wir das hier einfach mal deutlich größer. So teuer ist das wirklich nicht. Ich würde das kostet deutlich mehr. So. Hier auch noch ein kleines bisschen. Und jetzt können wir das einfach mit Klettungstool anpassen. Dann sieht das auch wieder halbwegs natürlich aus. Irgendwann kann ich auch gerne mal Bäume hin platzieren wieder. Das ist alles kein Problem. Also das Terraforming, das geht doch echt ganz gut, muss man sagen. Ich kann mich gar nicht erinnern. Ich weiß gar nicht, ob ich in dem Vorgänger das so viel benutzt habe. So, das ist erstmal in Ordnung. Und jetzt, warte mal, hier würde ich aber noch ein bisschen breiter machen. Stimmt, das wollte ich auch noch machen. Planierungstool, damit wir hier ein bisschen mehr Platz für die Gleise haben. So. Und jetzt würde ich das einfach nochmal kletten. So, jetzt haben wir nämlich auch Platz für die Gleise. Das sieht dann jetzt deutlich besser aus dann. Eigentlich würde es ja Sinn machen, guck mal, wir haben hier ein Cargo-Gleis und hier ein Cargo-Gleis. Ja, dass wir eins davon gleich hiermit verbinden. Das wäre gar nicht so dumm, wenn ich so drüber nachdenke. Okay, das machen wir jetzt gleich. Schon mal so vorbereiten sozusagen. Können wir gleich mal mit Oberleitung arbeiten. Nehmen wir jetzt einfach das Cargo-Gleis hier. Machen jetzt hier eine geschmeidige Brücke. Wieso haben wir denn hier eine Kollision? Okay, machen wir erstmal bis hier hin. Ich hätte gerne eine moderne Brücke. 90 Kilometer pro Stunde können wir schon machen, oder? Ich habe das jetzt bewusst nicht so hoch gemacht, dass Schiffe durchpassen. Weil da ist sowieso nichts mehr. Außer das hier höchstens, aber dann können wir die Brücke nur fast immer noch ändern. Aber das können wir ja auch mal mit was anderem machen. So, gut Leute, ziehen wir das hier mal durch. Ich würde aber schon gerne jetzt langsam ein bisschen schneller werden. Machen wir hier mal 106 Kilometer oder 105, das ist auch in Ordnung. Und dann würde ich jetzt hier aber erstmal gerne den Bahnhof hin platzieren. Dafür müssen wir die Straße hier nochmal wegmachen. Ist ja auch gerade, dass ich hier Busspur gemacht habe, das ist auch ein bisschen unnötig, oder? 2 Tracks, 320 Meter lang, Cargo-Bahnhof. Machen wir erstmal. Dann haben wir Flughafen und die Warenfabrik erstmal damit verbunden. Richtig solide Busse. Ach, cool, und die Lok sieht auch nice aus. 30 Millionen Dollar kostet die. Und wir haben neue Schiffe. Okay, 93 Kilometer pro Stunde? Warte mal, das will ich mir jetzt gleich mal angucken. Ist das ein Schiff gewesen?
90 km pro Stunde, Kapazität 20. Lasst mal eins kaufen. Das will ich jetzt mal eben ausprobieren. Wo haben wir denn hier Schiffis? Hier haben wir Schiffis, Berlin, Hamburg. Wie geil ist das denn, bitte? Ah, wie cool. Ah, deswegen finde ich es auch so schön, dass wir schon dabei sind, wirklich für alles zu sorgen. Also Schiffe, Flugzeuge etc. Das alles ordentlich verbinden. Weil ja, theoretisch könnte man ja sagen, man macht nur Zug oder so. Keine Ahnung. Dass wir das jetzt alles ausprobieren können. Das ist ja mal mega krass, das Teil. 20 Leute kann das transportieren. Wie witzig. Steigen da jetzt schon welche ein? 10 Leute sind drin, ne? Okay, dann gib mal Gas. Jetzt hat er wirklich was von Speed baut. 90 km pro Stunde ist schon ganz schön krass, oder? Mal sehen, was jetzt dann so alles gibt dann später. Cooles Teil auf jeden Fall. Witzig. Der Sound ist noch ein bisschen nervig, aber jo. Gut, Leute, machen wir weiter mit dem Bahnhof. Jetzt muss ich gucken, hier Passagiere müssen wir noch verbunden bekommen. Konfigurieren. Passagiere, Gebäude. Kriegt man hier noch ein Medium Main Building hin? Leider nicht. Ja, machen wir einfach ein kleines. Das müsste aber passen, ja, das sieht gut aus. So, machen wir direkt hier vom Terminal. Ist das verbunden? Da ist ja das verbunden. Okay. Ich bin mir jetzt noch gerade unsicher, dass die Passagiere kommen jetzt hier gar nicht hier rüber, oder? Moment, ich mach mal Unterführung, kann ich jetzt auch nicht bauen. Wobei doch, wenn ich eine Unterführung baue, müssen die eigentlich darüber kommen. Wenn sie merken. Machen wir auch mal einen hin. So, okay. Theoretisch können wir jetzt hier auch noch Tracks machen, wenn wir wollen. Moment. So. So. Dann haben wir jetzt hier 3 Cargo-Gleise und 2 für Passagiere. Beziehungsweise je nachdem, wie wir das belegen. So gut, alles klar. So, dann verbinden wir erstmal das Gleis hier mit dem, was wir schon angefangen haben. Hm, der würde mir sogar einen Tunnel geben. Interessant. Ich mache mir ein kleines Stück wieder weg. So hier. Aber einen Tunnel will ich ja nicht haben. So, das hätten wir. Das hier können wir ja schon mal parallel auch hier lang führen. Ich weiß nicht, ob wir das irgendwann brauchen, kein Plan. Läuft das jetzt parallel lang? Ja, sieht gut aus. So, und jetzt einmal hier um die Kurve rum. Sehe ich jetzt auch nicht ein, mit Weichen zu arbeiten, das geht mir auch so hin. So, theoretisch müssen wir das mit dem Gleis hier verbinden. Na, wir gucken mal, wir machen erstmal hier die Brücke fertig. So. Und jetzt mit dem Gleis hier verbinden. Was wir dann hiermit machen, müssen wir uns mal überlegen, Leute. Hier mit dem Gleis dann, das weiß ich jetzt noch nicht. Wenn wir es brauchen, kann ich mir immer noch was überlegen dann. Machen wir erstmal so hier. So, gut, das hätten wir. Und irgendwann können wir das auch gerne nochmal mit Hamburg verbinden. Aber ich würde jetzt erstmal das jetzt starten wollen, hier, um ehrlich zu sein. Jetzt bauen wir noch einen Flughafen in Berlin, in München, meine ich. Güter, Passagier. So, gut, Leute. Ich habe mal hier schon ein bisschen angepasst in München. Ich würde nämlich jetzt gerne den großen Flughafen so bauen, dass der hier so ein bisschen rangeht. Wisst ihr? Wir müssen jetzt nur gucken, weil wir wollen ja da noch Gebäude ranbekommen. Deswegen würde ich das jetzt nicht so hier bauen, was halt natürlich das Coolste wäre, sondern eher irgendwie so hier. Ja, da können wir vielleicht, wenn wir noch ein bisschen mehr Platz lassen, sogar in die Mitte davon dann die Haltestelle machen, oder? Je nachdem, wenn wir die Terminals ordentlich platzieren. Das ist sogar noch mit dem Flughafen verbunden dann. So, ich baue den Flughafen jetzt einfach mal hier hin. Und dann müssen wir noch ein bisschen Gebäude austauschen und hoffen mal, dass das alles cool ist. Mal gucken, den Bahnhof muss ich gleich nochmal neu machen. Als hätte ich einfach einen Cut, Leute, keine Sorge. So, Main Building. Das ist sozusagen der Eingang. Geil, ich kann hier nichts mehr platzieren. Warum?
Gott sei Dank, Leute. Cargo Terminal kann ich noch platzieren, gerade so. Oh, ich habe schon Schreck bekommen. Main Building, das ist der Eingang, ne? Ich reiß hier alles weg. So, den Eingang hätte ich gerne so weit rechts wie möglich. Ich glaube, das ist der Eingang. Dann Passenger Terminal. Machen wir erstmal Cargo. Ne, Passenger. Dann Cargo. Und jetzt Hangar. Kriegen wir auch noch hin. Ich hoffe, ein Hangar reicht. Aber ein Hangar kaufen wir einfach nur die Sachen, ne? Ja. Okay. So, machen wir die Bahn nochmal hier hin. Alles klar, Leute. Das sieht gut aus. Die Straße müssen wir auch noch durchziehen. So gerade wie möglich, dass hier noch große Gebäude entstehen können. Ungefähr so hier, ne? So. Okay. Das ist ein interessantes Netzwerk. Habe jetzt auch sehr viel Geld ausgegeben. 60 Millionen Dollar. Jo. Jetzt müssen wir noch die Linie hier eben mal umändern. So, die sichtbaren bitte. Das ist München Buslinie 1. Die würde ich gerne bearbeiten. Und zwar müssen wir die 1 rausnehmen. Was ist denn, wenn ich das hier wegreise? Macht der automatisch hier? Ist das Spiel so smart? Oder ist das zu weit weg wahrscheinlich? Das konnte nicht alle. Ja, okay. Jetzt gerade machen wir die weg. Haltestelle hinzufügen. So. Ist ja alles verbunden hiermit, ne? Ja, die können von hier überall hin. Die können zu dem Flughafen und zum Bahnhof hier. Das ist ziemlich cool. So, Hauptverkehrsverbindung habe ich auch hergestellt. Habe einfach einen Tunnel gebaut. Ja, okay, alles klar. Ich überlege jetzt gerade, ob noch irgendwas fehlt oder ob wir jetzt schon einfach die Verbindung machen können. Ja, wir müssen noch den Zug schnell einrichten in Berlin, der zum Flughafen fährt. Aber die in München kommen ja schon zum Flughafen. Der Bus fährt ja. Es ist nur gut möglich, dass wir da mehr Busse hinzufügen müssen. Das machen wir dann aber gleich. Alles klar, cool. Bam. Und jetzt noch die Linie erstellen, beziehungsweise die Linien. Also, einerseits wollen wir passagiermäßig von hier, hierhin. So, das ist jetzt Berliner Flughafen. Oder mach mal Berlin, Flughafen, Berlin, Hamburg. Dann noch eine Linie. Passagiere von da nach da. So. Das ist Flughafen. Machen wir mal großer Flughafen. Großer Flughafen. Berlin, Hamburg, München. So, ja, das ist ein bisschen lang, aber ich habe München eingegeben. Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, wir kaufen erstmal den Zug. Für hierhin. Und dann holen wir hier ein Flugzeug. Hä? Mach mal so. Das wird eine Weile dauern, bis das anläuft, glaube ich. Aber ja, mal gucken. Wie viele werden denn damit fahren? Also wie viele, was schätzt ihr? Wie viele wollen von Berlin nach München, ist die Frage. Hier wohnen 660 Leute. Und in München wohnen auch schon einige, obwohl wir noch null Cargo gemacht haben, weil München einfach basismäßig relativ groß ist. 380. Das ist das Dreifache fast von Braunschweig. Und es lohnt sich jetzt auch nicht, einen Zug zu holen, der 140 Kilometer pro Stunde fährt. Wow, wir haben einen mit 200 Kilometer pro Stunde. Okay, den, also hier Hamburg-Leipzig, ne? Machen wir dann gleich mal. Haben wir schon Waggons dafür? Ne, haben wir noch nicht. Okay, dann lohnt sich noch nicht. Aber cool, okay, holen wir dann. Das ist denn der billigste? Wow, wir können nicht mehr das Krokodil holen, sehe ich gerade. Krass. Gut, dass wir das noch geholt haben. Den hier können wir mal holen, 90 Kilometer pro Stunde. Das ist absolut ausreichend für die Strecke und den haben wir bisher noch nicht benutzt. Und kostet halt nicht so viel pro Jahr. Hinzufügen. 90 Kilometer pro Stunde, okay. Dann Passagiere, 120, 100. Nehmen wir einfach den Waggon hier. Bis 85 wurde der hergestellt. So, Kapazität. Ja, machen wir 100, oder? Die Strecke ist echt nicht groß. Aber wir können den ja dann immer noch umändern, wenn wir wollen. So, kaufen. Hinzufügen. Berlin, Flughafen, Berlin, Hamburg.
So, das hätten wir. Terminal ist auch richtig eingestellt, das sieht gut aus. So, dann lassen wir den erstmal losfahren. Und dann holen wir jetzt gleich noch ein großes Flugzeug, Leute. Sitzen jetzt drinnen? 43. Okay, hat sich ja gelohnt, den dritten Waggon zu holen. Beziehungsweise die dritte Lok. Kann man eigentlich hier auch, könnte ich auch machen, dass vorne eine Lok ist und hinten eine Lok? Würde das was bringen? Das hatten auch welche von euch in die Kommentare geschrieben. Ich glaube, im Vorgänger ging das nicht, oder? Ich weiß es nicht. Ich probiere das mal eben aus. Wir sehen das ja hier. Moment. Elektrisch. Mal das hier hinzufügen. Jetzt ganz viele Waggons einfach an. Bis es nicht mehr. Jetzt ist es gut nur noch. Und jetzt würde ich nochmal die Lok ranknallen. Das geht. Ja, guck mal hier, die PS erhöhen sich ja auch. Gut zu wissen, dass das funktioniert, Leute. Also schneller wird er dadurch natürlich nicht, ne? Aber die PS steigen und die Zugkraft. Wieso bin ich nicht selber mal auf die Idee gekommen, das mal auszuprobieren? Ich habe das nie gemacht, glaube ich, im Vorgänger. So, okay, nice, wieder was gelernt. Dann lasst mal jetzt hier Dings holen. Warte mal, ist das voll? Das ist voll, nice. Das kleine Teil, ey. Fahrzeuge kaufen. Ich würde jetzt gerne schon die größte Maschine nehmen, die geht. Kapazität 27, lass mal Passagiere machen. Ja, die werden halt noch viel, viel größer über die Zeit. Nehmen wir mal die Boeing 737, oder? Wäre ich klar dafür. Für 8,6 Millionen Dollar. Was kostet die pro Jahr? 1,4. Okay. So. Ihnen zuweisen. Großer Flughafen Berlin, Hamburg nach München. Wollen wir machen, dass sie sich immer volllädt? Dass sie ein bisschen wartet? Das sollte man jetzt wahrscheinlich noch lassen, ne? Glaube ich. Ja doch, wir machen mal Vollladen. Vollladen. Maximale Wartezeit machen wir 2 Minuten. So riesig ist das noch nicht, das Teil. Bin mal gespannt, was so die großen Flugzeuge im Spiel sind. Ich weiß es nicht. Ach cool, guck mal hier. Nice. Nice! Hat das jetzt wirklich angeschlossen? Das wäre halt richtig cool, wenn das animiert wäre. Aber es sind ja auch noch keine Personen da. Mal schauen. Das würde jetzt eine ganze Weile dauern, bis es anläuft. Achso, wir wollen ja sehen, dass das startet, ne? Okay, hört zu, Leute. Das Ding startet erst, wenn die ersten Gäste da sind. Ich mache erstmal so lang unbeschränkt. Ne? Wir gucken jetzt erstmal, wie lange das dauert, bis die ersten Leute zum Flughafen wollen. Bisher noch keiner. So, wie sieht's jetzt aus in Berlin? Flughafen? Immer noch keiner da. Ist da jemand drinne? Ja, einer! Einer will jetzt mit dem Flugzeug fliegen, Leute. Okay, wir können diese Folge noch Flugzeug fliegen. Wir gucken gleich mal, wegen wem. Der Zug ist übrigens viel zu groß, fällt mir gerade so auf. 100er Kapazität bei einem Flugzeug, was nur eine 20er Kapazität hat, ist viel zu groß. Das machen wir dann kleiner. Oder wir lassen das nach Hamburg durchfahren. Dann können die Hamburger auch zum Flughafen. Jo, die Margarete Jäger will nach München. Das Flugzeug wartet. Nur auf dich, Margarete. Wo ist er denn jetzt? Margarete, wo bist du? 6 Leute wollen jetzt schon zum Flughafen. Ich frage mich nur, wo Margarete abgeblieben ist. Die ist nicht im Flugzeug. Ich habe die verloren. Da! Die geht gerade über die Ampel. Ja, die muss schon ganz schön laufen, ne? Vielleicht sollte ich noch eine kleine Bushaltestelle machen. Dass die dann quasi direkt vom Bahnhof hier rüberfahren können. Warte mal, die geht jetzt hier rein. Wie lange braucht die denn jetzt noch, bis die da am Flughafen ist?
Ist es jetzt wirklich so realistisch, dass die jetzt hier irgendwie da durchlaufen muss? Tatsächlich. Guck mal hier. Also man sieht es halt nicht im Spiel, aber man sieht es hier. Jetzt! Wow! Okay, wo kam die jetzt plötzlich her? Die sind jetzt direkt von dem. Von Bahnhof hier rein anscheinend. Okay. Wie viel warten hier noch? Wow! 17! Alles klar, wir können gleich wirklich mit einem vollen Flugzeug losfliegen. Den Zug können wir dann trotzdem kleiner machen. Aber ich will jetzt erstmal gucken, wie viel damit wirklich dann fahren. Vielleicht wollen ja doch mehr als erwartet dann nach München und dann muss man einfach mehr Flugzeuge holen. Das kann ja auch sein. Jetzt sind 20 drin. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir schon mal ein zweites Flugzeug kaufen können. Ich würde jetzt erstmal alle durchprobieren, glaube ich. Moment, Fahrzeug kaufen. Passagier. Nehmen wir mal das hier. Die sind halt voll teuer, die Dinger, ey. Ist voll krass. So, großer Flughafen Berlin, München, bitte. Ja, das ist schon ganz schön cool, ey. So, die müsste jetzt eigentlich im Moment starten, sobald der Zug da ist. Zug ist da. So. Jetzt müssen die hier einsteigen, alle. Sehen wir, wie lange das jetzt noch dauert. 11. Jetzt. Okay, Leute. Dann halte ich mal ein bisschen meine Klappe. Und wir starten mit unserer ersten Boeing. Die ja leider ein bisschen reinklitscht. Aber es ist jetzt erstmal so. Ist halt leider auch nur ein Terminal. Da müssen wir mehr Terminals machen. So, ich bin jetzt mal ruhig. Ich finde es so cool, dass man sieht, wie die drinnen sitzen. Ich bin jetzt mal sehr gespannt, was das an Geld bringt. Von da sind die Piloten hier. So muss das. Sicher gelandet. Alle applaudieren. War sehr wahrscheinlich deren erster Flug gewesen. Mal sehen, was das jetzt an Geld bringt. Und das ist jetzt natürlich cool. Guck mal, hier haben wir unseren kleinen Flughafen. Und von hier zumindest sieht das ja wirklich so ein bisschen aus, als würden die zusammengehören. Da haben wir jetzt mal ein bisschen die Zäune ignoriert. Yeah, wie cool. So, was bringt das jetzt? Jetzt bin ich gespannt. 1,5 Millionen. Oh, guck mal, da warten schon alle. Wie cool. Wie gut ist das bitte gemacht, Leute? Kann ich hier reingucken? Ja, kann ich. Also ein bisschen Details sind da. Ist eine Wand immerhin. Da hoffe ich, dass wir bald Maschinen bekommen, wo ein bisschen mehr reinpassen als 20. So ein richtig, richtig kleinen Ryanair-Flieger, so. Also mit zusammengequetschten Sitzen und sowas. Nice. So, nice. Ich habe zwar 70 Millionen Dollar ausgegeben, ich glaube aber, dass wir über die nächsten Jahrzehnte das mehr als wieder reinholen werden. Gerade wenn wir dann noch ein paar mehr Flugzeuge holen. Das freut mich gerade richtig dolle, muss ich ehrlich sagen. Ich gucke nochmal gerade, wie voll der Zug jetzt ist. Beziehungsweise wie viele hier gerade warten. Ah, der ist gerade losgefahren, ne? Ja. 26. Okay, dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit auf jeden Fall. Ich hoffe, die Folge hat Spaß gemacht. Ich hatte auf jeden Fall Spaß.
Es ist halt vor allem immer schön, wenn hier was funktioniert. Und das funktioniert gerade sehr, sehr gut. Gerade dann, wenn wir. Also als nächstes wird die wahrscheinlich eine Highspeed-Strecke von München. Wir haben jetzt den Bahnhof schon gebaut, hier. Nach Leipzig machen. Hier so runter den Berg. Das werde ich wahrscheinlich nächste Folge in Angriff nehmen. 72 Leute sind mittlerweile hier. Okay, wir müssen als erstes neue Flugzeuge kaufen. Mach mal alles nächste Folge. Denk bitte an den Daumen, ne? Und dann bis zum nächsten Mal. Wünsche euch einen schönen Tag. Tschüssi.